Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Petra. Ich begrüße euch heute von Herzen zum Adventskalender Türchen Nummer 13 und hoffe, dass ihr gestern einen guten Portaltag hattet mit viel, ja, Überraschung, mit viel Gnade, dass ihr erfüllt wart. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass man schon weitergegangen ist aus der Problemzone heraus und ja, weiter eintaucht ins Leben. Heute kam genau passend der Impuls, das schamanische Seelenorakel zu nehmen. Das ist im Ansata Verlag erschienen. Das ist von dem Alberto Villoldo, Colette Baron-Reed, Marcella Lobos und die Illustrationen sind von der, könnt ihr das überhaupt lesen? So, von der Jena Della, ach du meine Güte, Grottal Clear. Also sorry, wenn ich das nicht gut ausspreche, aber ich schreibe es natürlich auch noch mal unten rein. Genau, also, und da kamen heute zwei Karten. Einmal viele Pfade. Na, das ist so der berühmteste Satz dazu, ist viele, viele Wege führen nach Rom. Und es kam der Rat. Ja, ich stelle euch mal die Karten hin. Die sind ja wie immer unglaublich schön illustriert. Und dazu kam, welchen Weg wählt ihr? Ja, ihr könnt jeden Weg gehen. Es gibt viele Wege. Wählt ihr den Weg des Leidens, der Reue, des Glaubens, der Treue, der Freude, des Schmerzes? Also was auch immer ihr mitnehmt auf eurem Weg, ja, auf eurem Pfad, so wird sich euer Pfad oder euer Weg auch bereiten. Also nochmal schauen, schicksalhaft, was wollt ihr mitnehmen und welchen Weg wollt ihr gehen? Ja, seid ihr ein Teil von etwas, was noch viel größer ist wie ihr? Nämlich ein Teil der Berufung, eurer Berufung, euer Herzens- und Seelenweg. Oder seid ihr einfach, ja, einfach da? Das könnt ihr mal erfühlen, mal nachfühlen. Ihr könnt dazu euch immer den Rat entweder aus der geistigen Welt holen, vom schamanischen Rat. Das sind all die Weisen, die ja den Weg ins Weltengedächtnis geschafft haben. Verbindet euch mit ihnen. Sie werden immer einen weisen Rat für euch haben, der auf dem göttlichen Prinzip beruht, der euren Seelenplan mit einbezieht und der euch auch absolut gut tut. Heute, ja, heute kommt tatsächlich ein Schamane, ein Indianer, und er sagt, er stärkt uns heute in der Energie des Seelengesangs. Mit dem Seelengesang, mit den Trommeln kommen wir wieder in Resonanz mit unserem wahren Pfad. Ach, das ist ja schön. Alle, die, ja, wir alle gehen viele Pfade oder ihr geht alle viele Wege, viele Pfade und keiner ist falsch. Nur seid weise, welchen ihr am Ende weitergeht. Und damit schwingt er uns in Trommel und Gesang. Ich spüre schon diese Energie gleich ein. Wer das nicht möchte, geht einfach raus, sagt nein, kommt ein andermal wieder. Alle anderen dürfen jetzt noch mal tief mit mir einatmen und ausatmen und stellen uns auf Empfang und nehmen das gerne an. Ich spüre sofort die Melodie der Trommel. Ich höre den Gesang. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal einen Kommentar da lasst, wie es euch geht mit der Energie. Spannend ist, dass mir immer ganz viele bei WhatsApp schreiben
und mir erzählen, wie es ihnen gegangen ist, aber irgendwie kaum jemand das Orakel selber dann kommentiert. Das finde ich immer ganz spannend. Vor meinem geistigen Auge kommt sofort ein Pfad, ein ganz schöner, der sehr, zwar auch noch ein paar Kurven hat, aber lange nicht mehr so viel Steine und Zickzackmuster. Ganz toll. Also, er sagt, ihr werdet alle, die fein sind, die feinfühlig sind, ihr könnt euch auch Zeit nehmen, wenn ihr das Orakel anguckt, den Adventskalender. Er schwingt wirklich noch ordentlich nach. Ihr könnt auch mit dieser Energie, könnt anhalten und damit einfach euch hinlegen, in Meditation gehen. Ja, genießt das. Ich freue mich, wenn ihr meine Arbeit honoriert mit einem Like. Drückt die Glocke. Ich freue mich, wenn wir ein paar mehr Abonnenten dazu bekommen und teilt das gerne. Also, ihr denkt, ihr wisst doch, Freude ist das, was sich am meisten vermehrt, wenn man es teilt. Das ist wirklich schön. Und ja, seid euch wirklich, wirklich immer gewahr, dass die Liebe das einzig Wahre ist im Universum und auf der Erde. Das, was uns verbindet, uns in Frieden und Gemeinschaft bringt. Also, in diesem Sinne, schaut eure Pfade an, nehmt den Rat euch zu Herzen, lasst euch führen. Und ich freue mich morgen auf Türchen Nummer 14. Bis dann, eure Petra.